So, neuer Tag, altes Problem, Reichweite. Ich habe jetzt hier gerade noch 42 Kilometer zu fahren. Jetzt habe ich Mercedes gerade gesagt, was kann ich für dich tun? Ja, danke. Danke, Mercedes, lass uns mal ganz kurz in Ruhe. habe ich gesagt, wo ich hin möchte? Ich bin jetzt im Schwarzwald, ich möchte nach Leonberg, danach nach Stuttgart und Kannst du das bitte noch einmal sagen? Nee, ich möchte es nicht nochmal sagen. Lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Danke. Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nicht helfen. Ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst, ich muss mir selber helfen. Auf jeden Fall will ich aus dem Schwarzwald nach Leonberg, von Leonberg nach Stuttgart und am besten heute noch zurück in Schwarzwald. Ich habe also jetzt hier die Strecke nur nach Leonberg eingegeben vom Schwarzwald. Wir sind in der Mitte des Schwarzwalds. Da braucht man normalerweise bis nach Stuttgart die 81 hoch mit einem normalen Auto so eine Stunde. Ich brauche jetzt mit ungefähr 15-20% Akku, also 42 Restkilometern, brauche ich jetzt hier laut Navi mit Electric Intelligence ja fast 2,5 Stunden inklusive Laden. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kriege ich die Details. Er will also, dass ich sogar zweimal lade. Er möchte irgendwo auf dem Weg unten, dass ich lade, wo ich jetzt bin, und dann nochmal an der Autobahn, damit ich dann da hochfahren kann. Wenn ich quasi zurück zur Navigation gehe, sagt er mir auch, wie viel Restakku ich dann noch habe. Das heißt, am Ziel habe ich dann 10% Restakku. Das heißt, wenn ich dann in Leonberg bin und nochmal nach Stuttgart möchte, muss ich im Prinzip eigentlich in Leonberg gleich nochmal laden. Da in Rotesheim gibt es an der Autobahn so eine große ENBW-Tankstelle, die ist ganz neu mit irgendwie Schnellladesäulen. Kann ich mich also nochmal hinstellen. Wenn ich mich da eine Stunde hinstelle, ist es mehr oder weniger voll. Und dann komme ich, denke ich, auch nach Stuttgart und wieder hierher zurück. Insgesamt habe ich dann auf dem Hinweg ja schon 50 Minuten an irgendeiner Ladesäule gehangen und muss dann, damit ich zurückfahre, mich im Prinzip nochmal 50 Minuten oder was an eine Ladesäule hängen. Das heißt, für den heutigen Trip Mittelschwarzwald, Leonberg, Stuttgart und zurück muss ich insgesamt, weil ich nur 42 Kilometer gerade im Akku habe, muss ich mich noch 2 Stunden dieses Tages an irgendwelchen Ladesäulen begeben. Also mit den 42 Restkilometern, die ich jetzt hier noch habe, werde ich mich aber sicherlich nicht an diese Angabe hier halten, dass ich in 6,3 Kilometern mich 50 Minuten an irgendeine Ladesäule stelle, nur um mich dann irgendwie 20 Kilometer weiter nochmal an eine andere Ladesäule zu stellen. Ich weiß, dass diese in 28 Kilometern die Ionity-Säule ist. Ich werde die hier natürlich überspringen mit meinen 42 Kilometern dahin fahren, wo die Ionity-Säule ist, und mich lieber da eine Stunde hinstellen, als statt hier eine Stunde und da. Ich melde mich nachher, wenn wir an der Ionity-Säule sind, nochmal. Begleite mich auf dem Abenteuer. So, jetzt bin ich jetzt an der ersten Ladesäule vorbeigefahren. Mal schauen, vielleicht war das doch eine so gute Idee. Das zeigt mir jetzt noch 22 Kilometer an. Ich musste ein paar Berge hoch und runterfahren, da hat es dann doch mehr gezogen. Mercedes ist komplett ausgestiegen aus den Tipps, weil laut ihrer Rechnung ich es wahrscheinlich gar nicht schaffe. Sie hat mir quasi viel Glück gewünscht und mich damit alleine gelassen. Mal schauen, ich das schaffe. Endlich das Wasserloch. Der Trick ist, glaube ich, einfach viel rollen zu lassen. Ich hänge auch eben auf der Landstraße hinter einem LKW, da verbraucht man dann nicht so viel. Ich fahre jetzt hier raus in meine Oase. Es regnet in Strömen. Ich fahre also nicht hier an die Tankstelle, wo es schön überdacht ist und Shop ist, wie die Verbrennerfahrer. Die Ionity sollen stehen also hier ziemlich weit hinten am LKW-Parkplatz. Ohne Überdachung, ohne gar nichts. Das funktioniert jetzt so. Hier gibt es diese Mercedes Charge Me Karte. Was für ein Wetter. Also, Kabel erstmal anschließen auf Kabel und rein. Karte davor halten. Zack, jetzt lädt's.
Und zeigt er hier auch wunderbar an, was er lädt, wie schnell er lädt. Also der Erfahrung nach müsste es jetzt auf 109 kW hochgehen ungefähr. Maximal 110 ist möglich bei dem EQV. Boah, was für ein Wetter. Also, man hat hier als Elektropionier die Ehre, komplett im Regen zu stehen. Die Tanke ist irgendwo da ganz hinten. Finde ich jetzt weniger geil irgendwie, dass ich jetzt hier komplett irgendwo am Arsch der Welt abgestemmt werde, um mit meinem Fahrzeug zu laden. Abends, es ist hier ein bisschen beleuchtet, ich bin aber trotzdem am Arsch der Welt und ja, meine Frau zum Beispiel würde nie empfehlen, hier abends alleine zu laden. Ja, ist doch ein bisschen gruselig. Ja, also das ist nicht so ein super schönes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte ich schon irgendwie ein bisschen angenehmer machen. Stell doch die Dinger neben den Diner oder jetzt in Corona-Zeit ein bisschen schwierig oder neben den Drive-In oder einfach ein bisschen näher da hinten an die Tankstelle. Man kommt sich hier vor, schon vor eigentlich wie so ein bisschen wie so ein Aussätziger. Also er lädt jetzt hier mit 107 kW. Das ist so ziemlich das Schnellste, was geht im EQV. Um 10.55 Uhr sagt er, ist er voll. Das ist ja in knapp einer Stunde. Also, ich sitze jetzt hier ungefähr seit einer halben Stunde drin. 126 Kilometer Reichweite habe ich jetzt. Das Navi sagt, mein Ziel in Leonberg ist 84 Kilometer entfernt. Dann habe ich noch 27% Akku. Ich denke, das reicht mir nach Stuttgart. Und in Stuttgart kann ich mir dann nochmal eine Ladesäule suchen. Soweit ich weiß, sind da größtenteils eh nur ENBW-Säulen. Am Finanzamt in der Stadtmitte ist eine Schnellladesäule. Ansonsten muss ich sagen, dass Stuttgart, was Schnellladesäulen angeht, ziemlich schlecht ausgestattet. Ja, und das als Autostadt. Scheiß Wetter, aber freie Autobahn unbegrenzt. 160 ist das höchste Gefühle. Ich spüre, wenn ich da hochbeschleunige, dass da durchaus noch mehr geht. Also, dass da die Begrenzung bei 160 drin ist, die ich mir noch für Geld aufmachen musste, finde ich ein bisschen schade. Ich finde, da sollte dem EQV-Fahrer durchaus die Entscheidung überlassen werden, wie viel ich da durchblase. Also, ich glaube schon, dass das Auto hier eigentlich 200 fahren könnte. So, ich bin jetzt hier in Rotesheim angekommen. Ich habe noch 30 Kilometer Reichweite. Das ist die hochgelobte neue ENBW-Tankstelle, E-Tankstelle. Wird mit Solar betrieben. Seht ihr jetzt gerade nicht viel, weil es verdammt verregnet ist. Da steht kein Mensch da. Also kann ich mir eine aussuchen. So, was haben wir hier? Aha, die Ansage, welche Ladesäule wie viel hat. Gucken wir mal, 3B, 3A. Hier steht 4A, da steht 3A, da oben steht 3A. Irgendwie ist das unlogisch angeordnet. Eigentlich müsste doch hier 3A stehen und wenn das da vorne 4A ist, müsste 4 da oben stehen. Hier ist 3B, da ist 3B. Also, aus meiner Sicht müsste hier 3B stehen und da 3A, aber egal, ich will nicht kleinlich sein. So. So, hier läuft das ein kleines bisschen anders als bei der Ionity-Säule. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich die Mercedes Charge Me-Karte genommen habe. Diese Säulen von der NBW, man kann, wenn man beim ADAC ist, sich anmelden oder einen ADAC-Tarif nehmen. Dann kann man hier auch für 29 Cent tanken, ähnlich wie bei den Ionity-Säulen. Das funktioniert dann nicht mit der Mercedes Charge Me-Karte, sondern ich muss jetzt hier über die Mobility Plus App von ENBW auf meinem Telefon gehen, um das hier zu aktivieren. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das geht. Also, wir machen das mit der App. Mobility Plus App, dann kann ich hier auf die Ladesäule gehen. So, Ladepunkt wählen.
Ja, wenn ich jetzt wüsste, welche das ist, ihr habt ja eben gesehen, ich bin auf die 4B gefahren. Die würde ich jetzt hier gerne finden, die sehe ich aber nicht. Ich sehe jetzt nur, weil ich alleine hier bin, dass eine belegt ist. Das muss ich ja sein. Ansonsten kann ich hier nicht erkennen, an welcher Ladesäule ich stehe. Total bescheuert. Die belegte muss ja meine sein, ansonsten steht hier ja keiner. Ihr seht da 39 Cent, kostet normal. Jetzt bin ich ja angemeldet, hoffentlich, richtig. Ich drücke jetzt einfach mal starten. So, Ladevorgang ist gestartet. Also hier ist das Ganze schon ein bisschen angenehmer, obwohl es immer noch regnet. Habe ich jetzt wenigstens ein Dach über dem Kopf. Die ganze Anlage hier wird, soweit ich weiß, über diese Solarzellen gespeist, jedenfalls im Sommer. Weiß nicht, ob die wirklich den ganzen Strom, den wir jetzt sammeln, hier irgendwo speichern und dann ins Auto reinpumpen. Soll auf jeden Fall 100% Ökostrom haben. Gibt's genau, Free Wi-Fi. Also man kann sich hier ein WLAN-Netz einwählen von der NBW, wenn man das möchte, damit man es nicht so langweilig ist. Hier in Rüdesheim gibt es auch einen Burger King, der ist aber wieder ganz da hinten. Ansonsten ist hier nicht viel Peripherie drumherum. Also irgendwas, um hier die Zeit zu vertreiben, habe ich auch außer mein WLAN hier auch nicht. Es gibt auch andere E-Autos. Tarnfahrzeuge. So, ich bin jetzt bei 87%. Ihr seht, da draußen ist noch ein anderes Auto. Das ist ein Erlkönig sozusagen. Ich sage jetzt nicht von welchem Hersteller. Ich habe mich gerade mit den Jungs da unterhalten. Die Reichweiten werden auf jeden Fall erhöht. Also haben sie mir versichert, dass dann schon auch irgendwie dann demnächst mal 400 Kilometer und vielleicht sogar auch mehr möglich sind. Aber ja, alle Hersteller stehen irgendwie technisch vor einem ähnlichen Problem. Ich werde jetzt hier ausstecken. Ich glaube, ich habe jetzt genug Akku, 88%, um noch nach Stuttgart und später zurück in Schwarzwald zu kommen. Habe jetzt hier aber trotzdem noch über eine Dreiviertelstunde gestanden. Hatte zum Glück gerade eine nette Unterhaltung mit den Jungs von dem Erlkönig da draußen. Somit war die Zeit jetzt nicht besonders lang. Trotz allem habe ich jetzt ja insgesamt schon anderthalb Stunden an irgendwelchen Ladesäulen gestanden und bin eigentlich nicht mal am Ziel. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall immer wieder ein Abenteuer mit den E-Autos.